2013 gab es viele tolle Konsolenspiele, die uns begeistert haben. Leider waren da auch einige, auf die wir gerne verzichtet hätten. Eine großartige Filmlizenz trifft auf die Unreal Engine. Und heraus kommt mieser Murks. So zumindest bei Star Trek, dem Spiel zum Kinofilm um Spock und Kirk. Das lustlose Third-Person-Geballer vermeidet konsequent all das, was Star Trek ausmacht. Wenigstens ist es mit 4 Stunden Spielzeit auch schnell wieder vorbei. Kaum weniger erbärmlich fiel das Comeback der NBA Live-Serie aus. Die 14. Ausgabe der Basketball-Simulation zieht im Vergleich zur 2K-Konkurrenz in jeder Disziplin den kürzeren. Das hätte EA sich nun wirklich sparen können. Dass auch Crytek mal einen Flop landen kann, hat indes Rise bewiesen. Die Römerhackerei für die Xbox One sieht zwar schick aus, ist spielerisch aber dröge und ohne Esprit. Noch dazu ist der Umfang des Spiels so knapp wie die Lederröckchen der antiken Polygonkrieger. We must take out that tower. A new generation of motion gaming on Kinect. Kinect 2 ist viel besser als seine Vorgänger und hievt Bewegungssteuerung auf ein neues Level. So stellt sich das zumindest Microsoft vor. Wenn man jedoch Fighter Within von Ubisoft als Maßstab nimmt, dann kann man genauso gut vor einem blinden Huhn herumhüpfen. Denn das miese Beat'em'up mit Fitnesscharakter erkennt alles, nur nicht die Bewegungen des Spielers. Round 2, fight! Behold my greatest creation! Wir sparen uns an dieser Stelle den fast schon unvermeidlichen Kackwitz, sagen aber dennoch, dass Snack ein Griff ins Klo ist. Der PS4-Starttitel sieht aus wie ein Spiel von vor 5 Jahren. In Sachen Balancing ist er komplett daneben und macht einfach keinen Spaß. So ein, sorry, Kack.